Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil, Übergang der Sonne vom Widder in den Stier. Ich habe vergessen, in meinem jugendlichen Eifer die 3 als letzte Zahl der alten Zahlenreihe zu erwähnen. Hier ist sie schon, die 3 steht für die große Chance Uranus, und zwar Kreativität und Erschaffen aus der Passivität. Und Passivität haben wir in dem Horoskop, würde ich sagen, mehr als ausreichend, denn immerhin haben wir 8 von 10 möglichen Planeten in magnetischen Sternzeichen. 4-mal Wasser, 1, 2, 3, 4-mal Erde, 1-mal Feuer, 1-mal Luft. Also das heißt, hier haben wir eine sehr abwartende Thematik, und wir haben obendrein noch Aszendent Fische auf 0 Grad 13 Minuten. Sonne haben wir genau erwischt, 0000 auf Stier. Also das bedeutet, ja, was sich jetzt abspielt, ist sehr stark im inneren Bereich. Also das heißt, wir haben sehr starke innere Entwicklungsprozesse, und ich glaube, darum geht es nämlich letztendlich auch, und das will uns dieses Monatshoroskop auch zeigen. Zunächst gehen wir aber bitte nochmal die neue Zahlenreihe durch, die eigentlich die alte Zahlenreihe ist, weil heute ist tatsächlich der 1. April 2022, und wenn wir uns den Maya-Kalender oder den Aztekenkalender, weiß nicht, ich glaube, es ist der Maya-Kalender, oder nein, es ist die aztekische Rechenweise, richtig. Es heißt zwar Maya-Kalender, aber mit diesen Zollkien, diese Zyklen und so weiter, das berechnet sich nach 360 Tagen. Also das heißt, die Erde hat sich einmal 360 Mal während eines Jahres um die eigene Achse gedreht, und jetzt ist sie offensichtlich beschleunigt worden. Das heißt, wir haben 5 falsche Tage drinnen, deswegen stimmt alles nicht mehr. Die Erde gehörte auch wieder mal nachjustiert, wie der Mond, der uns ja seit Ewigkeiten keinen Zentimeter sich weiter bewegend immer dieselbe Seite zeigt. Ich meine, wer an das glaubt, ja, dass das real ist, den kann ich nur empfehlen, auch weiter an den Weihnachtsmann und den Osterhasen zu glauben, weil dass sich ein Mond nicht einmal ein paar Zentimeter weiter bewegt, der wird regelmäßig nachjustiert, und die Erde sollte auch einmal wieder nachjustiert werden und ein bisschen abgebremst werden, weil wir drehen uns im Moment mit 365 Tagen im Jahr einfach zu schnell. Die neue Zahlenreihe lautet 1, 3, doppelte 5, die 7, daraus resultierend die 9, was wiederum für Merkur steht, und morgen ist ein Merkurtag, also passt auch die neue, / alte Zahlenreihe ganz gut hier herein. Die 1 zeigt uns im Gegensatz zur alten Zahlenreihe, die hier den Niedergang in den Vordergrund stellt, zeigt uns die 1 den Neubeginn, was für mich positiver ist, ja, weil jeder Niedergang bedeutet auch etwas Positives. Und hier dieses verrückte Geld, finanzbasierte, ja, Sklavensystem sollte jetzt endlich abgeschafft werden, und wir wollen wirklich ein neues, freies System. Naja, geht doch, allmählich das Wassermann-Zeitalter los, und hier geht es ja auch um unsere persönliche Freiheit. Die 1, Führerschaft, Zeugungsimpuls, Neubeginn. Die 3 an zweiter Stelle haben wir vorhin schon besprochen, als letzte Zahl. Hier ist es an zweiter Stelle, eine große Chance, große Kreativität, uranische Freiheit, darum geht es. Und interessanterweise, hier haben wir Uranus, hier haben wir das Wassermann-Zeitalter drinnen. Also ganz interessant, wie hier die Zahlen, die Botschaften doch, würde ich sagen, sehr klar zum Ausdruck bringen. Die doppelte 5, die doppelte 5, ja, habe ich hier einiges Merkwürdiges gezeichnet, das ist sozusagen, das kennen wir woher, die Schlüssel sind uns irgendwoher bekannt, nein, nicht von der UBS, sondern, ja, hängt aber auch damit zusammen. Dort haben wir 3 Schlüssel, und das sind nur 2 Schlüssel, ja, also das heißt, da ist irgendjemand höher in der Hierarchie. Auf jeden Fall, hier geht es um verborgene Talente, um Heilkräfte, großes Wissen. Ja. Hier geht es um großes Wissen, weil letztendlich steckt hinter der 5, dem Hohepriester, dem Hierophanten, auch der Jupiter, nicht Elefant. Elefant ist wieder was anderes. Aber ja, jetzt wollte ich gerade wieder heißen, Professor Dr. Kurt Schildmann auf sein Buch wieder mal hinweisen, als das Raumschiff Athena die Erde kippte. Er hat hier eine sehr interessante Theorie aufgestellt, die er, glaube ich, mit diesen Höhleninschriften, wie heißen diese Caves, habe ich schon wieder vergessen, aber ich kann euch das Buch dann noch einmal empfehlen. Ich muss es auch auf den Computer wieder runterladen, weil sonst würde das ja verloren gehen. Die 7. Die 7 ist die große Chance, ja. Allerdings ohne Fleiß kein Preis, ohne Schweiß kein Preis. Wir werden uns anstrengen müssen. Naja, und diese Zahl ist ähnlich
wie die 26. Also für mich, die 26 muss ja viele Umwege machen, wollte es sich aber leicht machen. Und hier die 7 weiß, okay, ich muss die Ärmel aufkrempeln, ich muss selber anpacken. Aber dann, wir schaffen das. Na, zum Glück sind wir die schon los. Sehr interessant, ja, sehr interessant. Es wird wahrscheinlich in den Geschichtsbüchern der Zukunft oder ich weiß nicht, in den Geschichtssteintafeln, weil Bücher wird es dann für längere Zeit nicht geben, Elektronik, Computer erst recht nicht. Also das heißt, in den Steintafeln der Zukunft wird dann das als das große Lügen- und Betrugszeitalter wahrscheinlich in die Steintafelbibliotheken eingehen. Die 9 als letzte Zahl. Die 9 ist die Zahl, naja, der Weisheit, logisch, Merkur, Zahl des Wissens, das heißt, hier geht es auch um Rückzug aus der Welt, um dort sozusagen Wissen zu akkumulieren. Und Rückzug würde deswegen gut passen, weil Merkur, der hier angesprochen ist, jetzt in einem magnetischen Sternzeichen, nämlich im Stier steht. Ja. Wäre er in seinem Domizil Zwillinge, wäre es eben kein Rückzug, sondern da wäre es eben der Weg in die große, weite Welt hinaus. Wir haben hier ein Horoskop mit allen, ist eine Grenzsache, ja, weil der Mond zählt schon fürs 10. Haus, aber lassen wir ihn im 9. Haus, dort wo er ja offiziell hier zu sehen steht, lassen wir ihn für beide Häuser gelten. Also sagen wir, 9 von 10 Planeten befinden sich auf der linken Hemisphäre, das heißt, es geht um deine persönliche Entwicklung und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Planeten im ersten Quadranten, das bedeutet, die Menschen sind unbewusst aktiv, ja, hier oben ist es bewusst, hier ist es um ein unbewusstes Verhalten, aber man spürt, man muss etwas tun, man muss auch für sich selber sorgen, ja, das ist, glaube ich, die oberste Devise, würde jeder nur für sich selber sorgen, wäre dieser Planet das Paradies, ja, wäre dieser Planet das Paradies, aber eben Psychopathenenergie, die Vierer-Energie, die Saturn-Energie fühlt sich eben leider in akutem Größenwahn berufen, ja, fühlt sich da berufen, sozusagen, wie nennt man das noch schnell, über andere zu herrschen. Ja? Hier habe ich zum Beispiel das Horoskop von Joe Biden. Ja? Also sehr interessantes Horoskop. Er hat hier 4 Planeten eingeschlossen im, er hat hier nicht eingeschlossen, schon 3 Planeten hat er im 12. Haus im Skorpion. Spitze, 12. Haus steht da Mars im Skorpion. Aszendent 3 Grad Schütze. Dort steht auch, glaube ich, der Fixstern Akrab, also sehr interessant, Uranus am Deszendenten, ja, also hier ein richtiges Horoskop, was man da sieht, also wenn wir da vielleicht einmal hineinschauen werden, wenn es dich interessiert, mache ich das Horoskop gerne, auch wenn ich, also gerne ist übertrieben, weil wenn ich die 41 in den Zahlen sehe, dann stellt es mir die Haare auf, aber was auch immer, ja, was auch immer, und bei einem vierfachen Skorpion Holo oder Retolio, also sehr spannende Geschichte, und natürlich auch haben wir gesehen, dass der Jupiter als Herrscher des Schütze-Aszendenten im 8. Haus gewesen ist, also ein sehr ein Dunkelhoroskop, sagen wir mal so, wie es ist. Das ist ein Hydroskop, ja, ein Wasserhoroskop. Wir haben Aszendent Fische. 1, 2, 3, 4 Planeten im Fischen, in den Fischen im 1. Haus. Und wir haben hier im 12. Haus Pluto und Saturn. Pluto und Saturn sind natürlich im 12. Haus. Übeltäter fühlen sich im 6. und 12. Haus, glaube ich, sehr wohl. Saturn gilt als der große Übeltäter und der große Übeltäter Saturn steht aber auch für die Strukturen, ja, für die Strukturen sozusagen der Stein. Und hier im 12. Haus löst sich, das muss man sich dann vorstellen, wie Säure und der Stein schäumt nur noch. Also das ist ein Schaumstein, ein Bleiton bestenfalls. Also das würde dann bedeuten, dass wir hier große strukturauflösende Wirkungen haben. Gleichzeitig haben wir Saturn als Herrscher von 12 in 12 eine super spirituelle Besetzung. Ja? Also das heißt, jetzt spirituell zu arbeiten, ist natürlich das Gebot der Stunde, weil jetzt haben wir alle kosmischen Rückendeckungen, die man sich nur vorstellen kann. Wir haben die volle Unterstützung. Also das heißt, hier wird jetzt leicht spirituell erfolgreich zu arbeiten sein. Wir haben Spitze 2. Haus, auf Vakuumgraden, 29 Grad 44 im Widder. Wir haben den Herrscher des 2. Hauses, ja, den Mars an der Spitze des Horoskopes, ja, und in den Fischen. Ja. Und gleichzeitig ist der Mars auch der Herrscher des 9. Hauses, das ferne Ausland. Das heißt, wir sehen hier schon auch Vakuumgrade. Sind das Vakuumgrade? Ich schaue nochmal. 29,09 nicht, aber
tief in den Fischegraden, aber im Skorpion, Spitze 9. Haus im Skorpion, das zeigt uns, dass wir schon einmal große Probleme mit dem Ausland haben. Ja? Und zur Sonne im Stier komme ich gleich, ich mache das heute ein bisschen chaotisch, wir schauen noch einmal kurz ein bisschen in dieses Horoskop hinein, das heißt, wir haben hier Herrscher von 2 und Herrscher von 9 an der Spitze des Horoskopes, beziehungsweise Herrscher von 9 auch als Pluto im Quadrat zur Sonne im 12. Haus, also unglaublich viel Fische-Energie in diesem Horoskop, unfassbar viel Fische-Energie, unvorstellbar. Und deswegen sehe ich dieses Horoskop auch als eines von vielen aus einer Reihe von Abschiedsvorstellungen des Fische-Zeitalters. Wir sind jetzt mitten im Übergang drinnen vom Fische-Zeitalter in das Wassermann-Zeitalter und immer wenn ein 2160-Jahres-Zyklus, also so circa, zu Ende geht, das Fische-Zeitalter, du weißt ja, this is the dawning of the age of Aquarius. Ja? Also das heißt, hier ist das Wassermann-Zeitalter schon am Aufgehen und wenn sich ein altes Zeitalter verabschiedet, dann muss abgerechnet werden. Das heißt, es wird auf Null gestellt. Rambazamba, der Phönix breitet schon die Schwingen. Ja? Also das heißt, ich sehe den Phönix schon am Horizont aufsteigen. Und das siehst du, glaube ich, auch. Schauen wir mal, ob am Horizont der dritte Teil in Bälde aufsteigt, weil das Hochladen dauert heute neptunischerweise auch extrem lange. Weiter zum dritten Teil. Ende.